Manchmal wird dies erzwungen und manchmal geschieht es auf evolutionäre Weise, aber früher oder später müssen wir die Entscheidung treffen. Um die Tatsache anzunehmen, dass wir für unser Leben verantwortlich sind, sind wir die Architekten unseres Schicksals. Weitermachen. Glücklicherweise stagnieren die meisten an diesem Punkt. Sie verschmelzen in einer Ehe, in der sich jemand anderes um sie kümmert, sie nehmen Jobs an, in denen sie erwarten, dass ihre Chefs sich um sie kümmern, etc. Oder sie vermeiden einfach die Verantwortung, indem sie die Ursache für alles, was in ihrem Leben passiert, bei anderen Menschen suchen. Und unter anderen Umständen...